In der sonst eher ruhigen Flachgauer Gemeinde Birmoos öffnete am vergangenen Wochenende das Bike and Rock Festival für 3 Tage seine Pforten. Zahlreiche Bands rockten dort das begeisterte Publikum. Bei dieser Gelegenheit wurden die Klischees der Biker auf den Kopf gestellt. So gab es zum Beispiel eine Unterschriftenaktion Biker für ein atomfreies Europa. Und sogar der eine oder andere Politiker outete sich als echter Rockfan. Für 3 Tage wurde es laut in Birmoos. Die Motoren knatterten und die Musik war von der härteren Sorte. Das Bike and Rock Festival war von Freitag bis Sonntag angesagt. Dass den Bikern unsere Umwelt am Herzen liegt, bewiesen sie am Samstag, wo über 100 Maschinen eine Sternfahrt nach Birmoos machten. Ihr Anliegen: eine atomfreie Zukunft für Europa. Ganz wichtig. Motorradfahren, das hat nicht nur mit Geschwindigkeit zu tun, sondern das hat vor allem auch mit der Natur zu tun. Da geht es nicht um den Geschwindigkeitsrausch, sondern um das Naturerlebnis, um das Wahrnehmen der Natur. Und deshalb, glaube ich, sind gerade Biker Menschen, die da besonders sensibel sind. Und wenn wirklich aus Österreich, aus Salzburg, aus Deutschland, aus vielen Ländern Motorradfahrer nicht nur herkommen, sondern dann auch dieses Signal setzen, wir wollen ein atomstromfreies Salzburg, ein atomstromfreies Europa, dann ist das ein sehr, sehr wichtiges Signal und es kommt von Menschen, die mit der Natur sehr verbunden sind, die in der Natur ja auch sozusagen ihre Freizeit verbringen auf dem Motorrad. So weit ist nicht, ungefähr 400 Kilometer. Also das tun wir nur bei Gaudi fahren am Freitagnachmittag, nur für die Gaudi. Jetzt haben wir gehört, dass da ein Festl ist und jetzt sind wir da. Jeder konnte sich bei diesem Festival davon überzeugen, dass das Benehmen der Biker bei Weitem besser als ihr Ruf ist, selbst als Frau. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Leute hier, ich kann nur an Ziege mich anschließen, die sind irre angenehm. Man kriegt da keine dummen Bemerkungen oder irgendwas. Es ist alles sehr, sehr respektvoll, was ich auch nicht gedacht habe. Und ich muss sagen, also super, hab absolut Spaß und es ist schöner als Frau da zu arbeiten. Unzählige Stunden Arbeit bedeutet es, so eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Nachdem das Festival voriges Jahr buchstäblich ins Wasser gefallen war, zitterten die Veranstalter bis zuletzt. Umso größer war die Erleichterung. All denen ein ganz, ganz herzliches Danke im Namen des ganzen Organisationsteams und einen großen Dank dem Wettergott, der uns heuer wirklich das tollste Festivalwetter geschenkt hat. Der liebe Gott muss ein Biker sein. Gratulation an die Veranstalter hier und eine echte Empfehlung, wer Zeit und Lust hat, auch wenn er kein Motorradfahrer ist, hierher kommen und das ist nicht nur dieses Jahr, sondern öfter. Man erlebt sensationelle Konzerte, eine echt tolle Gemeinschaft und da stehen ein paar der heißesten Eisen, die ich seit langem gesehen habe. Sie meinen jetzt die Maschinen? Ja, ich rede von den Motorrädern. Heiße Eisen, Spaß und vor allem Rock'n'Roll. Die Devil Ducks taten ihr Bestes, um das Publikum anzuheizen. Richtig heiß wurde es dann am Abend, als Gimme a Bullet mit dem erst 13-jährigen Rockgitarristen Nick Young die Menge begeisterte. Einer der Höhepunkte des Bike and Rock Festivals in Birmoos, das sicher auch nächstes Jahr nicht nur die Biker.